Solla, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Domme dabei. Gut doch. Gott sei Dank, endlich wieder mit richtigen Mikrofonen. Und wir gucken uns heute an Gruul-Initiative gegen Show and Tell, beziehungsweise es ist, glaube ich, Sneak and Show eher. Spannend. Ja, gerade das Gruul-Initiative hier, wenn es anfangen darf, meistens so ein Turn-1-Ding. Hierbei nicht. Jupp. Schokolade. Okay. Ja, Budget, aber kann man ja spielen. Ja, kann das Deck auf jeden Fall spielen, aber es gibt, glaube ich, hier keinen Grund, das zu schocken. Verstehe ich jetzt auch nicht. Naja. Ha! Da ist dann auf jeden Fall eine Skalding-Tarn. Petal. Nochmal zwei Schaden. Oh, Trinisphäre. Frontel denkt sich, ja. Oh. Trinisphäre, einer der wenigen Wege, wie Gruul-Initiative meiner Meinung nach Show and Tell besiegen kann. Da fehlen noch, ja, nur kurz sagen, du bist auf 16, mein Lieber. Brainstorm in Response und dann Force. Ja, Force wäre schon wichtig. Auf der anderen Seite kommt nächste Runde halt ein Initiative-Dude oder ein Fable. Ein Hamster oder ein Fable. Ach stimmt, da ist ja auch noch der Hamster-Dude. Yes, einmal mindestens ein Buch. Das kann halt schnell Ende sein. Und Christoph ist nicht dafür bekannt, die richtigen Karten zur richtigen Zeit zu ziehen. Ne, der zieht eigentlich immer nur Länder. Hm. Da ist ein Brainstorm, ein Land und ein Sneak Attack. Mhm. Ach, der spielt ja jetzt auch Triple Sleeved. Oh, Leute, wieso spielt der denn alle Commander-Decks? Ah, bei dem Wert, der da drin ist. Kann ich das schon verstehen. Also plus, die Triple Sleeves von Drain Shield sind ja tatsächlich ziemlich gut. Ja, also für die, die es nicht kennen, die Triple Sleeved heißt, du hast eine Inner Sleeve, eine normale Sleeve und um die normale Sleeve eine klare Outer Sleeve. Also drei Hüllen und dann wird das Deck einfach so groß, als wäre es ein Commander-Deck. Fable. Was ist? Die macht so viel in dem Deck. Ja. Ich finde die da so gut drin. Ja, sie lässt halt auch vor allem looten. Sie macht Petal. Man hat ja manchmal aber kein rotes Mana. Ja. Man macht viel. Oh, das Petal ist natürlich jetzt bitter. Das Petal ist richtig bitter. Genau. Was? Ich hätte den Initiative dort geholt. Alleine deshalb, weil man jetzt das Land haben möchte. Ja. Aber hier wird es sich anders entschieden. Hier wird für den Hamstermann gegangen. Der Hamstermann greift an für drei. Wie viele Marken liegen jetzt auf dem? Vier, oder? Ich habe Minskobu ewig nicht gespielt. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Solange die nicht getappt ist, funktioniert das nicht. Genau, das macht es natürlich jetzt nochmal ein bisschen mieser, tatsächlich, dass man jetzt halt kein Initiative hat. Da werden zwei Karten abgeworfen. Ich glaube, Days on Brainstorm. Oh, das ist ein Show and Tell. Und Emmy. Emmy auf jeden Fall. Boah, das ist schon worth, einfach nur den Emmy zu slammen. Glaube auch. Gerade gegen das Deck. Weil, was willst du tun? Boah. Ja. Ist das Man könnte jetzt natürlich auf die Fable gehen, hoffen, den Fable schnell genug durchzukriegen, aber das sieht nicht so aus. So, Sneak Attack. Sneak Attack. Boah, das heißt, der Emmy kommt jetzt noch. Yes, auch sweet. Stimmt, die hat man ja im Brainstorm gesehen. Die Initiative kannst du da gerade wegholen. Die Undercity kannst du da gerade irgendwo sonst wo hinlegen. Ne, man darf zumindest das Land am besten hinlegen. Das ist ziemlich wichtig. Und ich glaube, wenn hier die anderen sind, da die Full-Text-Länder drin. 1, 2, 3. Sie haben Opfert halt alles weg, ne? Ja. Das macht halt nichts. Ja, das ist halt so, das ist im Endeffekt ist halt immer so Stompy gegen Show and Tell. Mm. Du musst einen schnellen Start haben und am besten eine Trinisphäre. Mm. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Archon. Auch spannend. Ja. Dann Angriff mit dem Arken auf jeden Fall und dem Ding. Damit hat man das rote Mana auf jeden Fall. Das Spannende daran ist, dass der Arken halt echt eine Menge Damage macht und jetzt beides geopfert wird. Jetzt wird beides geopfert. Genau, geht an, auch. Discard. Der Arken lässt auch Planeswalker opfern, ne? Oder? Nee, ich glaube nur Kreaturen. Oder nur Kreaturen? Das Handkarte abwerfen und verliert drei Leben. Whoa. Nur solche Dinge. Ja, das Spaß macht Spaß. Entspannt, sag ich mal. Entspannt. Es könnte schlimmer sein. Jo. Und Chris soll leben, ne? Ja, und man kriegt die Initiative. Hm.
Das heißt, man geht runter auf 6 Leben, die Initiative wechselt, man kann sich ein Basic Land raussuchen. Oh. Wäre er nicht tot gewesen? Wenn der Arken ist doch 6-6, oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht, ich glaube schon. Ich meine, der Arken wäre 6-6, aber wenn der Arken 6-6 ist, dann hätte man ja Liefel gemisst. Das wäre jetzt echt die Frage. Da kommt Treasure Token geflogen. Dann hat man 2 Handgun. Wo kommt der Mountain her? Mountain hat man nicht discarded. Die ist 6-6, tatsächlich. Ja, dann hätte man damit gewinnen können. Aha. Ja, so slammt man jetzt noch das Ding und schießt den Goblin ab. Aber dann, ja, das ist... Das so ist, was von vorbei. Ja, denke auch. Ich meine, er kommt mit 2 Marken rein, das heißt, man macht 4 Schaden da drauf. Dann... Ja, okay, aus unserer Sicht ist es vorbei. Ja, ja. Es könnte halt immer noch sein, dass Sean Tilker eine zweite Kreatur. Genau, das passiert regelmäßig bei denen. Auf der anderen Seite kommt jetzt halt der Kiki Jiki. Ach ja, ja, der hat aber zum Glück keine Eile. Der hat zum Glück keine Eile, dann gibt man den zweiten Move. Man muss jetzt auch nur noch eine Runde die Dinge halten, tatsächlich, die Initiative. Ja, dann kommt ja... Ah, man geht jetzt Cry 2 Move. Jo, man hat den Emmy auf der Hand. Das ist mehr mit dem Gegner spielen als alles andere. Hm. Ja, flippt. Und dann zeigst du dem den Emmy und ja, dann ist Game 2. Genau. Das ist spannend. Fun Fact, genau für dieses Matchup ist unter anderem ein Emrakul im Sideboard vom Ghoul-Initiative. Ja, damit, wenn der Emrakul gespielt wird, also Shontel gespielt wird, du einen Emrakul reinlegen kannst. Yes. Also die Möglichkeit hast. Genau. Was hast du noch? Blasts? Na. Jo. Blast. Ich glaube sonst nicht. Also 3 Sideboard-Karten oder 4. Genau. Und Shontel, weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt was zum Bohren haben, ehrlich gesagt. Weil es ist halt Stompy, ein paar Artifact-Removal vielleicht. Ja, hier Call of Cast into Fire oder so. Was wird hier gemacht? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Mein Lieber, du hast einen roten und einen grünen. Genau. Rot. Alles wird gerade festgestellt. Okay. Dann geht er zurück. Den Affe ist aber im Exile, dementsprechend, ja. Ja, das ist jetzt dumm gewesen. Ja, man hat noch nächste Runde den aber hat, das ist ein Buseju. Buseju? Okay. Petal, sind das schon die 9 Petals? Die 9? Nein. Es gab doch diese Promo-Petals. Nein. Auf jeden Fall sind sie hübsch. Die sind irgendwie shiny. Ja. Aber sie wirken nicht so shiny, sondern eher so shiny. Was ist denn das? Echt? Auf jeden Fall haben wir jetzt vom... Ah, dazu Punkt, wahrscheinlich die From the Vault. Das kann sein. 3 Mana. Oh, First Turn Shontel. Oh nee, nur Fable. First Turn Fable ist natürlich auch eine Ansage, die Initiative wahrscheinlich auch gerne gehabt hätte. Mhm. Aber das hat nicht funktioniert. Da ist ein Petal. Okay, man nutzt lieber das Petal statt das Buseju. Mhm. Damit geforst. Ja, okay, dann nimmst du ihm und, halt alles. Und man spielt gegen den Shontel das Days Up. Dementsprechend hätte ich auf jeden Fall das Land noch gelegt. Ich werde es jetzt noch gelegt für die nächste Runde und dann Bibi. Jo. Auf die 2 möchte man was discarden. Das ist ein Ponder und ein Land. Können das Land discarden? Boah, halt kein Land. Oh no, das ist ein Grizzle Daddy, den man halt discarded hat. Da war ein Mountain. Dann Ponder. Oh, spannend. Sieht nicht so gut aus für Ghoul-Initiative tatsächlich. Das Deck hat eine Menge Potenzial, aber gerade Shontel ist so eins der gruseligsten Matchups, die das Deck, glaube ich, hat. Ja, du bist halt eigentlich permanent tot. Ja. Ist halt so, das ist aber generell bei Stompy. Du spielst gegen Shontel, du musst richtig Luck haben, ansonsten bist du halt einfach tot. Ja, genau. Ist leider wirklich der Fall. Aber am Ende des Tages, ja, ist hier jetzt einfach die Möglichkeit, dass man das umdreht, immer noch gegeben. Und das ist gar nicht mal so wenig.
Man muss jetzt aber, glaube ich, dann Procedure als Land spielen für irgendwas. Irgendwas. Oh. Once upon a time. Es war einmal. Tunnelmals. Genau, gucken wir mal nach. 5 Handkarten. Da ist nichts bei. Nichts bei. Ich glaube, das Beste, was er. Ja, das Einzige, was er, glaube ich, nehmen kann, war die City. Ich glaube, da war keine einzige Kreatur bei. Wow. Das ist halt auch schlecht. Ja. Echt so. Gut, dann geht das in Friedhof, das auf die Hand und damit Go gesagt. Hm. 16 Leben. Nicht so spannend. Bitter. Nee, es ist halt wie so oft, wenn auf der Seite von Gute Initiative, generell von Stompy Decks, nicht viel läuft, dann läuft nichts. Dann kommst du aber auch ganz schwer wieder rein, muss man einfach so sagen. Hm. Ja, du musst halt ein Lucky Top Deck haben und du hast auch kein, eigentlich, also bis auf die Fable, was nur einmal ist, kein Card Draw oder so. Nee, gar nichts. Du hast keine Deckmanipulation, eigentlich nichts. Und das ist halt schwierig. Schau und tell. Ja, legst ein Land rein, ne? Oh boy. Das ist over. Ich glaube, da ist kein Ding im Sideboard. Da ist kein Karakas im Sideboard. Mm. Wenn jetzt hier der One of Emrakul, den man im Sideboard hat, auf der Hand gewesen wäre, wäre das natürlich mega funny gewesen. Ja. Frontal Emrakul, ja, leg ich auch rein. Aber ich wüsste hier keine Karte, die dich hier rettet. Das ist gefühlt jetzt schon over. Karakas? Ja, selbst dann kriegst du so viel Schaden. Nein, das ist vorbei. Ja, ja, das ist rum. 2-4-6. Sehr, sehr, sehr stabile Einlage von Show and Tell tatsächlich. Wirklich stabile Einlage von Show and Tell. Und ja, eine schwache Leistung von Guru Initiative. Aber hier gefühlt hat das Deck auch ganz, ganz viel im Stich gelassen. Ja. Was halt manchmal so passiert. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und könnt dem Ganzen einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.